Okay, es geht weiter. Und was ich die letzten Male bemerkt habe, da unten ist ein schwarzer Strich. Ich weiß nicht, wozu da ein schwarzer Strich ist. Aber jetzt kommt der letzte Labos-Leicht-Dings. Ich greife so an. Du machst Dreierkick auf das hier. Ach, leck mich. Leck. Oha. Oha. Heilstrahl auf alle. Also Leute, diese Kombination von Charakteren ist gut bei denen hier. Und wie schon wieder davor, ich muss jetzt noch einmal ein paar Mal angreifen. Und dann habe ich wieder gewonnen. Und das war das letzte von diesen Labos Babys. Nein, Angriff, so. Dreierkick auf das hier. Du machst Heilstrahl auf alle hier. Din, 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 din. Gibt alle LP zurück. Und Bams, und Bams. Und wieder. Okay, jetzt noch ein paar Mal physisch angreifen. Oder zweimal physisch angreifen, glaube ich, dann ist es tot. So, so. Einschläfern, egal. Robo war sowieso nicht dran und er kann ja auch nicht eingeschläfert werden. Ein Roboter kann eingeschläfert werden. Okay. Ganz was Neues. 747 Erfahrungspunkte erhalten. 120 Tech-Punkte. Ja. Okay, jetzt stand. Wie sollen die Schale schieben oder so, sagte er. Ach so. Hier muss doch irgendwas sein. Es kann nicht sein, dass er nichts. Ich sehe da oben was. Das heißt, das ist nichts Gutes. Schiebt er es oder was macht ihr da von hinten? Okay, das war's. Okay, jetzt klettert er hoch. So. Warte, da habe ich eine Truhe gesehen. Ah, Truhe. Memo-Kappe. Nemo, Femo, Kemo. Den, 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 Memo, Memo. Memo-Kappe. Verhindert Siegel. Das ist gut, wenn ich gegen einen kämpfe, der das macht. Was ist dieses grüne Ding da? Oder ist es einfach nur da gemacht worden? Ich weiß es nicht. Okay, was ist hier? Das also ist der Todesgipfel. Für mich kam es nicht gefährlich vor. Mm-mm. Außer dieser komische Wind, der Nacht und Dunkelheit entgegensteht. Leihe uns Kraft. Chrono! Das Amulett reagiert. Kommt Chrono wieder? Wird Chrono uns beitreten? Wird Chrono immer noch rote Haare haben? Dün, 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 dün. Oha, geiler Hintergrund. Jetzt kommt bestimmt Chrono mit Flügeln. Er zersprang. Nein, es zersprang. Das kann nicht sein. Nur nach all den Gefahren. Nicht traurig. Eile, auch Eile einsam. Chrono vor traurig. Ey, wenn das jetzt nicht. Wenn er jetzt nicht kommt, dann tick ich aus. Chrono, bitte antworte uns. Hallo, hier bin ich. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Ein Sonnen... wie heißt das? Wie heißt das? Sonnenfinsternis, ja. Gefrorene Zeit. Ich hätte sie nur für möglich gehalten. Es scheint, die Zeit wurde angehalten. Nur wir bewegen. Und was ist jetzt? Okay, jetzt müssen wir Chrono schnappen, oder wie? Wir tauschen einfach Chrono gegen den Klon. Ey! Und der Chrono kommt mit uns. Wir erleichtern. Chrono, es geht dir gut. Beeilung, wir Chrono nehmen. Spart euch Begrüßung auf. Wir haben zu tun. Okay. Wir haben jetzt den Chrono zurück von der Vergangenheit. Okay. Was kommt jetzt? Oh! Der Chrono taucht auf. Und er ist weiß. Denn, 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 denn. Oh, immer ein Nickerchen am Baum. Oh, bei so kaltem Wetter. Oh, du wirst unter der Kälte sterben. Chrono, willkommen zurück. Chrono zurück. Chrono, okay. Chrono, nicht reden. Chrono ist müde. Chrono ist geschockt.
Wieso Krono leben? Wieso Koshian so reden? Ich weiß es nicht. Wir haben alle auf dich gewartet. Male und Luca und nun jeder von uns. Auch der Magus? Auch der Magus hat darauf gewartet. Oh. Kommt jetzt kleine Rückblende von Kronos Leben oder was? Was kommt jetzt? Yeah, wir haben den Krono zurück. Was jetzt? Wirst du Krono nehmen? Ja. Din, 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 din. Yeah, Krono ist in unser Team wieder. Das ist sehr, sehr gut. Okay, die sind alle schwächer. Er hat auch ewig Panzer irgendwoher. Ach ja, ich sag irgendwoher. Das habe ich ja davor schon gemacht. Din, 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 din. Ich weiß jetzt, wo wir als nächstes hingehen müssen. Ja, Epoch einsteigen. Als nächstes müssen wir zu volle Kraft voraus. Ja. Zu, warte, wo war das denn? War das in 1000 oder war das 600 AD? Ja, Gegenwart, wir müssen dahin. Weil ihr wisst ja, vorwärts. Ja, es gab ja diesen Tornado, wo ich gesagt habe, er muss ja später hin. Jetzt kommt die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit dafür reif. Jetzt ist die Zeit dafür reif. Okay. Din, 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 din. Okay, ich habe mich gehört, das waren bei 600. Ja, 600, komm. Und bam! Babs! Yeah! Und hier ist das Tornado-Ding. Müssen wir runtersteigen? Dankeschön. Also, wir sehen uns gleich wieder mal. Ich muss mal kurz nachgucken. Okay, ich habe rausgefunden, was ich als nächstes machen muss. Okay, ich muss mal die Party ändern. Also in die Party müssen jetzt Frog und die kleine Male. Sie muss sich auch sowieso aufstufen wegen ihren komischen Einzelattacken. Okay, rein mit uns. Rein mit uns hier. Ja, alle springen auf Frog drauf. Lapis erhalten. Ja, mach mal weg hier den Text. Und was für Viecher tauchen hier auf? Ich habe eine Idee. Ich probiere was aus. Gewitter 2 auf alle. Oh, toller Schaden. Und so, Angriff. Zieht das was? Ja, das zieht schon was ab. Bist du weg? Ja, du bist weg. Bist du auch weg? Ja, du bist auch weg. Okay, die Gegner sind easy. Oh, scheiße. Fick dich doch mit dem Schaden, was du gerade gemacht hast. Ach, Krono, ich hab dich vermisst. Dein Schaden war immer herrlich. Immer herrlich. Wie Scarpon Phelan sagen würde. Und was machst du da? Was machst du da? Okay, hat schon viel abgezogen, aber dafür wirst du büßen. Stirbst du verdammt nochmal? Danke. Was zur Hölle? Er lebt noch? Ist das Hexerbirne? Hexerbirne. Oha. Krono erreicht nächste Stufe. Doppelte Gletscher halten. Doppelkraft. Bogenimpuls. Ich lerne immer neue Attacken. Okay. Ich muss die Reihenfolge mal kurz ändern, weil Krono muss immer bei mir vorne sein. Sonst habe ich Probleme damit. So. Die Techs haben jetzt mal irgendwas gelernt. Irgendwie Gletscher. Irgendwas mit Gletscher. Maxiklon. Da war es eher hier. Gletscher. Massiver Eisangriff. Ja, der Gegner hat eine Schwäche. Hat eine Schwäche für Eis und Wasser. Magieattacken funktionieren gar nicht. Deswegen, ja. Einfach magisch angreifen. Bogenimpuls. Angriff mit Eisstoß. Den werde ich dann auch ausprobieren. Beim Gegner. Ihr wollt mich doch alle natzen. Okay. Bogenimpuls. Ich mache einfach einen kurzen Bogenimpuls. Sehen wir uns mal das an. Oha. Oha. Das war mal ein kräftiger Schaden. Ja, fick dich doch ins Knie.
Ja, tanz nicht mit mir Tango hier. Komm, beeil dich, beeil dich. Komm, stirb. Din, 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 din. 163. 84. Und sehr, sehr gut. 350. Und du lebst immer noch. Und du wieder tanzt du mit mir Tango. Wieder tanzt du wieder mit mir Tango. Obwohl ich nicht Tango tanzen will, tanzt er immer mit mir Tango. Und er gibt mir einfach einen Schlag. Okay. Ich mach Gewitter 2. Wenn ich das noch dazu schaffe. Och. Ey, wenn jetzt Chrono tot ist. Fick dich ins Knie, du Bastard. Komm, stirb. Ekliger Bastard. Willst du mich verarschen? Komm, ich habe eine Idee. Wasser 2 auf ihn. Du machst mal Eis 2 auf ihn. Wir sehen uns mal das an. Den Schaden, den er macht. 407. Wasserhärte Sand. Verteidigung im Keller. Ah, die Verteidigung von denen war immer hoch. Verstehe, so war die Kacke. Oh, komm, hör auf. Ich krieg von deinen komischen Tanzen nur Aggressionen. Stirbst du? Das war das scheiß Problem, warum er so wenig abgezogen hat. Okay, komm. Safe State. Wir benutzen mal alle ein Lapis. Lapis, Lapis. So, so und so. Oder nochmal, komm. Weil er so schön war. Okay. Hey, ihr wollt mich doch alle natzen. Okay, komm, wir machen einfach mal so. Gewitter 2. Dann Angriff, Angriff, Angriff. Sandzyklon. Nur diese verdammten Raupen nerven. Aber ich weiß nicht, was die Schwäche von denen ist. Deswegen ist kein Problem. Aber ich habe keinen Bock auf den Boss. Der soll irgendwie schwer sein. Er ist der härteste Zeitquest-Boss, wie man sagen kann. Aber von LP her ist er eigentlich schwach, finde ich. Wir müssen jedes Mal mit physischen Attacken angreifen. Ja. Ja. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Ja, ist klar. Oh, fick dich ins Knie, du Wichser. Wasser 2. Dann Gewitter 2. Und dann machst du Eis 2. Komm. Dreimal Magie. Das muss jetzt sein. Das muss bei diesen Wichsern sein. Ja, Verteidigung wurde gehärtet. Oder Sand wurde gehärtet. Oder irgendwas anderes. Komm. Verteidigung im Keller. Jetzt muss Gewitter 2 vieles abziehen. Und Eis 2. Riesengletscher auf deren Kopf. Bam. Bams. Seid ihr jetzt weg? Ja, ihr seid weg. Durch ekligen Teile. So und so. Lapis halten. Okay, das ist gut, dass ich jedes Mal Lapis bekomme. Elixier. Hier war auch eine Truhe und... Oh, ich hasse euch Teile. Wasser 2. Da machen wir einfach physisch angreifen. Ich will hier nicht ganz Magie verschwenden für solche Kackpassade hier. Oh. Wenn ich diese Zeit fertig habe, kommt die nächste. Okay. Aber die nächsten, also nach dieser und der anderen Zeit kommen Gegner mit 25.000 LP. Das wird heftig. Aber wenn ich die alle fertig habe, dann bin ich froh. Danach ist kein Problem mehr für mich. Lapis erhalten. Ja. Lapis, Lapis ist gut. Lapis. Öffnen. Ether voll erhalten. Hä? Ach so, ich dachte schon, die gleichen Gegner wie davor. Okay, euch greife ich mit physischen Attacken an. Weil ich denke, das hilft schon etwas bei euch. Ja, das hilft anscheinend sehr viel. Und der trifft nicht mal. Was ist los, Frog? Was ist los, Frog? Ich habe dir doch die ganzen Sachen gegeben. Jetzt muss eigentlich gut besser sein. Und... Hä, was ist jetzt los? Warum trifft er nicht mehr? Sandatem dunkel. Din, 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 din. 390. Frog, du greifst nicht mehr an, weil du schwach bist.
So, so und so. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Okay, das mache ich jetzt nur ganz... Ich mache das jetzt alles nur für Schatztruhen. Okay, wir müssen Wasser 2 machen. Nein, Wasser 2. Dann leuchten auf alle und dann seid ihr alle tot. Ach. So, Sand ist abgehärtet. Deswegen ist Verteidigung im Keller. Und das Leuchten des Kronos haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Und, bist du weg? Ja, die sind alle weg. Okay. Gut, 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 gut. Sehr, sehr gut. Okay, ich weiß jetzt nicht, welchen Weg ich gehen soll, aber ich gehe einfach den hier. Ewigpanzer halten. Dankeschön. Okay, ich mache mal erstmal hier Safe State und sehen wir uns mal das an. Okay, das war das. Ich gehe einfach mal den Weg nach oben. Willst mich verarschen? Okay, das führt uns einfach nach oben wieder. Tonic voll erhalten. Safe State. Was mag das sein? Was mag es denn sein? Was bist du für ein Bastard? Also das ist das Monster, das diese Wüste gemacht hat. Ein Ungetüm der Unterwelt zu schlagen. Welche Herausforderung? Ja, welche Herausforderung? Okay, das ist der Boss oder was? Ja, fick. Oh, komm. Öffnet die Truhe. 2, ich hoffe, das trifft mich nicht. Muskelring. Der Muskelring stärkt da vielleicht meinen Angriff. Aber kräftig. Aber der Treffer ist dann. Okay, Safe State. Ewighelm. Gehst du mal dahin? Hyperäther. 5000 Gil erhalten. Okay, ich gehe. Ach komm, so. Ich habe da eine Idee. Ich werde jetzt mal eine Unterkunft benutzen. Wo ist die Unterkunft? Ach, da. Willst du mich verarschen? Hier gibt es nicht mal einen Safe Point. Und wie soll ich das jetzt. Okay, Lapis auf alle. Ach, ach komm. Top-Medaillon, so, 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 Ether-Medaillon, das ist gut, das ist auch gut, das ist auch gut, und Safe State, das ist der Boss, ja, das ist der Boss, so ein ekliger Bastard, ihr müsst erstmal in das Mittelteil angreifen. Ja, fick dich. Wasser 2 auf ihn hier. Angriff auf das Mittelteil. Du machst dann Eis. Nein, hier machst du mal den Bogenimpuls. Wasser härtet Sand. Bogenimpuls. Fehl. Okay. Absorbiert Energie aus Kern. Ja, schön für dich. Seht uns mal an, den Schaden, den wir machen. Bams. Und? Okay, Magie hilft dir echt nichts. So. Sandzyklon. Okay, das ist nicht so schwer, wie ich dachte. So. Fliegt, wenn der Kern fliegt. Wenn der Kern fehlt. Verteidigung bei Angriff verstärkt. Was zur Hölle? Ach so. Attacke. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich greife einfach an. Wasser 2. Du machst mal, was machst du denn? Kannst du auch normal heilen oder so? Frog. Hilft das was? Wir sehen uns das an. Okay, Wasser härtet Sand.
Okay, komm. Angriff. Sandzyklon. Der Mitteteil ist weg, aber was jetzt? Ich weiß es nicht. Okay, 734. Verteidigung bei Angriff verstärkt. Was machst du denn jetzt? Okay, dann müssen wir wieder Wasser 2 benutzen. Dann wieder Angriff. Und dann machst du wieder Eis auf die Unterteil. Weil Wasser und Eis sind die einzige Schwäche bei ihm. Ja, Wasser wieder ab. Das ist wieder abgehärtet. Chrono greift an. Na, Sandzyklon, fick dich. Das ist sowieso nicht effektiv. Okay, 364. Und jetzt ist er wieder. Jetzt ist der Angriff wieder normal oder so. Ja. Das ist Taktik bei ihm. Retinit. Ach komm, hör auf. So. Du machst mal. Wieso mache ich eigentlich ganze Wasser? Und ich mache einfach so. Du benutzt einen Lapis, den wir haben, ja? Lapis auf alle. Wasser abgehärtet. Okay. So, hier habe ich den Lapis gemacht. So. Okay, das kann nicht so viel Schaden jetzt machen. Okay, macht es auch nicht. Was zur Hölle? Du Wichser. Eis auf hier. Okay. Habe ich keine Belebung mehr oder was? Doch, Belebung hier. Wasser härtet ab. Belebung. Okay, du mal Sandsynchron. Du machst Mega Elixier auf alle. Das heilt alle. Ich glaube, ich hole mir davon auch noch sehr viel. Wasser so. Du machst Kraft auf den Frog hier. Und Chrono greift normal an. Der Boss ist so ein ekelhafter Bastard. Okay. So ein ekliger Bastard ist das. Angriff. Wann ist der tot, der Unterteil? Ja, fick dich. Fick dich doch, fick dich doch. Wasser. So. Angriff. Dann hier. Du machst dann Kraft auf Frogman. Okay, das war's. Hoffe ich jetzt mal und fick dich doch ins Knie. Okay, zum Glück habe ich ihn geheilt. Jetzt Verteidigung bei Angriff verstärkt. Egal, Frogman lebt. Oha, komm jetzt. Warte mal. Ich darf hier kein. Wieso mach ich. Ich hab da eine Idee. Ich schlag auf den hier. Wieso habe ich das nicht davor gemacht? Eis auf den Unterteil. Ja, fick dich doch ins Knie. Fick dich doch. Okay, Verteidigung ist dann geschwächt. Ja, ist weg. Verteidigung. X-Schlag. Ach komm, hör auf. Hör auf. Sandzyklon. Der Unterteil muss weg, weil der zieht richtig viel ab. Und X-Schlag. Bist du weg, Unterteil? Nein, wir machen mal Lapis auf alle. Du machst dann X-Schlag. Okay, du machst dann Lapis. Talk-Medaillon auf ihn. Du machst Wasser auf ihn. Verdammt. Okay, komm. Ich hasse die jetzt schon, diesen verdammten Boss. Der ist ekelhaft.
Lapis auf alle. Komm. So, normal angreifen. Bist du weg endlich? Komm, ich mach Safe State Sicherheit. Ja, der ist weg. Wasser auf ihn. Dann, okay, scheiße. Angriff. Angriff. Okay, das ist bisher einigermaßen geht es ja. Ja, leck mich, du scheiß Bastard von Monster. Wasser. Angriff. Dann machst du hier, was hatte ich wieder vor? Du sollst hier Kraft machen, vergessen. Auf Frogman. Kraft, 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 Kraft. Okay, so gut. Ach, ist klar. Wasser auf ihn. Angriff auf ihn. Du machst Kraft auf dich selbst. Oh, er soll endlich sterben, der Bastard. Der nervt die ganze Zeit. Ja, ist klar. Ist klar. Der kann Bock mehr. Ich mache mal den X-Schlag. So. Du machst mal Lapis. Davon haben wir noch genügend. Okay, Chrono ist bald tot. Aber egal. Nach dieser Kacke bin ich sowieso froh, wenn das vorbei ist. Gut. Ja, komm. Marlin muss mal kurz Zauber machen. Den Eiszauber. Eis. Du machst dann X-Schlag und so. Ja. Alles klar. Chrono ist tot. Ist klar, dass er gerade jetzt sterben muss. Ja, Verteidigung war Angriff verstärkt. Boah, ich kann es ja auch verstehen, warum er einer der härtesten Bosse ist. Belebung. Du machst Kraft auf ihn hier. Ich hoffe, Chrono lebt noch weiter. Objekte, Belebung. Belebung hier. Du machst dann Kraft auf den einen da, Chrono, komm. Beeil dich, beeil dich. So. Ach komm, hör auf, verdammte. Willst du mich verarschen, du Bastard? Oh, das regt mich jetzt so auf. Hey, diese Kacke regt mich jetzt richtig auf. Okay, Belebung. Okay, wir machen mal so. Ich ende einfach den Kampf. Ich mache einfach so. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen verdammten Bockmist. Wir machen Lapis. So. Komm, hör auf. Verdammter Wichser. Wasser. So ein elender Wichser. Boah, da regt mich jetzt so auf, der Boss. Aura-Wirbel auf alle, das heilt alle auch noch. Das ist gut. Heilung auf alle. Gut. Du machst den X-Schlag auf ihn hier. Das machen wir, das speichern wir, das ist gut, diese Voraussetzung. Stirbst du? Stirbst du endlich, verdammte Kacke?
Du machst Eis auf ihn, dann so. Du machst einen X-Schlag. Komm, beeil dich. Ich muss auch noch angreifen. Die Verteidigung ist jetzt geschwächt. So, X-Schlag. Safe State. Okay. Du Wichser. Und ich hoffe, er kommt jetzt so aus damit. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Aber sehen wir mal. Er hat ja nicht so viele Lebenspunkte. Ach, komm. Ich habe keinen Bock mehr. Meine Laune ist schon jetzt im Keller. Dieser Boss dauert auch noch so lange. Okay, ich lebe noch. Alle leben noch. Und Bams. Bist du weg? Aura-Wirbel auf alle. Ich hoffe, die leben noch alle. Aura-Wirbel, komm. Wow. Ich weiß, für euch Leute ist da draußen bestimmt alles langweilig, aber ja, das ist einfach das Spiel. Warte, ist das nicht seine Verteidigung? Wie ist die jetzt eigentlich? Okay, 832. Ja! Ja! 2600 Erfahrungspunkte erhalten. 100 Tech-Punkte. 2000 Gil erhalten. Volker erreicht nächste Stufe. Maler erreicht nächste Stufe. Maler lernt Leben 2. Ja, endlich. Das wäre getan. Informieren wir Fiona. Ey, das ist eine Truhe gewesen. Hab ich gar nicht gesehen. Gehst du? Memo-Kappe. Dieser eklige Boss. Hat mich so aufgeregt. Aber wenn jetzt wieder Gegner auftauchen, dann tick ich aus. Ich hab keinen Bock auf Gegner. Eine Kraftpille halten. Okay, das haben wir. Jetzt müsste die Party enden. Dann habe ich gesagt, weil wir brauchen einen Robo bei unserer Gruppe. Ich glaube, Frog würde auch nicht schaden, oder? Machen wir mal so. So, jetzt müsst ihr zu Fionas Haus. Das musst ihr eigentlich davor machen, aber egal, komm. Danke, dass ihr die Biester verjagt habt. Leider braucht es Jahrhunderte, bis der Wald wieder da ist. Ich wünschte, ich würde es erleben können. Holt mich ab, wenn die Arbeit erledigt ist. Darf ich hier bleiben und Fiona helfen? Na gut. Was bist du jetzt? Was machst du da? Okay. Was sagst du? Mit Robos Hilfe könnte mein Traum endlich wahr werden. Wie kann ich euch nur danken? Yeah. Mein Mann, Marco, ist endlich nach Hause. Ach so, ich bin so erleichtert. Keine Sorge, ich bin für immer zu Hause. Oh, okay. Ich muss mal sehen, wie viele Minuten ich habe. Okay, der Bossfight hat so lange gedauert und Robo hat seinen Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.